Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Dungeon of Infinity. Es geht weiter, wir starten wieder rein in ein neues Game. Diesmal nehmen wir Cloud als Charakter und als Bonus-Item würde ich, glaube ich, auch wieder die 100 Rubine mitnehmen. Denn ich bin immer noch der Meinung, oder ich würde immer noch gerne neue Items ausprobieren. Und uns fehlt auf jeden Fall noch der Enterhaken, den ich auf jeden Fall gerne mal, ein bisschen unter die Lupe nehmen würde. Alter, was? Oh, schöner Start. Was zur Hölle? Ja, nice. Außerdem, Leute, es gab ein paar Änderungen, also ein paar Änderungen von meiner Seite aus. Ich habe nämlich mal die Musik ein bisschen geupdatet. Der liebe Stardust hat mir da seinen Remix zur Verfügung gestellt. Und ab Etage 4 wird es hier richtig wild werden mit der neuen Musik. Ich bin ja mal gespannt. So, was mache ich denn hier? Gleich 10-mal getroffen. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. So, aber nice, ey. Guck mal, wie viel Kohle wir schon haben. Das ist ja der Hammer. Und Pfeile haben wir auch bekommen, ne? So, warte, dann ich laufe hier mal die Wände ein bisschen ab. Ich habe hier auch gar nicht irgendwie das mal gemacht. Aber, nö, hier ist nichts. Jo, wir sind heute mit Cloud Strife unterwegs. Mal sehen, was der gute Cloud hier heute anrichten kann. Ich bin sehr gespannt. So, und freue mich auf eine schöne neue Runde Dungeon of Infinity. Boah, schon wieder Geld. Jo, wie geil. Gehen wir nach oben. Oi. Dann lasse ich das doch gleich hier wieder droppen. Zack, zack. Na gut, es sind jetzt nicht die besten Kristalle, aber hey, ich beschwere mich nicht. Falls wir relativ früh einen Feenbrunnen finden sollten, schmeißen wir das da auf jeden Fall rein. Da kriegen wir bestimmt ein schönes Heil-Item oder so. Oh Gott. Gleich 2 Akro gemacht. Zu meiner Verteidigung, ich komme aus der Nachtschicht. Ich bin noch relativ müde. Hab noch nicht so viel geschlafen, weil ich eben jetzt noch eine Runde Dungeon of Infinity aufnehmen wollte. Deswegen seid mir nicht so böse, wenn ich mich heute öfter mal treffen lasse. Oder mein Gebrappel vielleicht doch etwas dümmer ist als sonst. So. Ja, dafür haben wir nicht so viele versteckte Wände bis jetzt. Die Tür war hier, okay. Und ein Fluch. Das wäre es gewesen, oder? Jetzt mal schön einen Fluch rein. Ach, schön. Ja, und freu dich auf jeden Fall auf die Musik, ey. Die geht richtig ab. Ich hab schon richtig Bock drauf. So, und auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank an den lieben Stardust, der mir da seinen Remix zur Verfügung gestellt hat. Den könnt ihr dann, also wenn ihr irgendwie Musikstücke habt, die ihr da eintauschen wollt, ich bin mir ja nicht ganz sicher, wie den Remix erstellt hat, kann man das dann einfach auch wie die Charaktere in dem Ordner austauschen. Aber man braucht halt wirklich erst diese Remix-Datei, die man sich erstellen muss. Aber wie er das gemacht hat, das kann ich euch jetzt gar nicht so genau sagen. Vielleicht lässt er ja mal einen Kommentar da und schreibt drunter, wie er das gemacht hat. Ne? Damit das Interessierte vielleicht nachmachen können. Und wir kriegen ein Level 2 Schwert. Wie geil ist das denn? Oh, nice. Boah. Das läuft gut. Das läuft echt gut. So. Oh, und noch was zu trinken. Okay, also wir sind gut ausgestattet, muss ich sagen. Ist sehr überzeugend bis jetzt. So, zack. Bam. Ja, und ab Etage 4 geht es dann halt richtig los. Beziehungsweise, ich glaube, der erste Boss, der hat halt auch schon eine Möhre. Ich glaube, ich nehme die Möhre lieber mit. Nein! Drop. Wie bringt die Möhre? Ah, ist okay, ist dasselbe. Naja. Auf jeden Fall können wir hier noch was liegen lassen. Und wissen, wenn wir später wiederkommen, ist hier noch was Schönes. So, da können wir uns doch bestimmt durchsprengen hier. Durch die Wand, oder? Das probiere ich mal aus. Geilo. So, komm schon. Okay, noch ein bisschen Kohle.
die nehmen wir doch gerne mit. Zack. Da ist der Schlüssel. Und jetzt kommen wir bestimmt wieder zurück. Und gehen nach unten. Jawohl. Aha. Na, was macht ihr denn, ihr beide hier in diesem dunklen Raum? Hehehe. So. Oh Gott. Na, was? Snake ist aggro. So. Zack. Zack. Vielleicht mal ein bisschen auf Fernkampf gehen hier. Ach du Scheiße. Ja, meine Reflexe sind heute nicht so gut. Wie gesagt, ich bin auch ziemlich übermüdet. Ich wollte heute extra nochmal eine Stunde früher aufstehen, damit ich, oh Gott, wie viel Geld. Damit ich hier aufnehmen kann, weil ich sonst nicht genug Zeit hätte. Aber ich hoffe, wir kriegen es trotzdem einigermaßen auf die Ketten. Wird schon werden. So. Ja, nö. Danke Zelda, aber das Sandwich, das brauche ich nicht. Aber hey, guck mal, wie viel Kohle wir haben. Wahnsinn. Wäre halt cool, wenn wir mal einen praktischen Shop finden würden. Aber hey, so viel will ich jetzt auch nicht verlangen. Wir haben immerhin schon sehr viel Geld. Und das Level 2 Schwert bekommen, for free. Deswegen bin ich da jetzt gar nicht traurig drum. Hier ist auch noch einer. Ja, gehen wir mal nach oben. Ah, guck mal. Da geht's weiter mit dem Level 3 Schwert. Ah, wie nice. War zwar teuer, glaube ich. 150, oder? Aber, hey. Egal. Ich freue mich schon sowas von, wenn es endlich wieder ein Update gibt, ne? Das wird der Hammer. Also, ich habe so... Das Spiel hat noch so viel Potenzial, was man da machen kann. Das... Ah. Mann, ich habe so Bock auf das Game. So, was haben wir denn hier? Okay, ist auf jeden Fall der einzige Shop. Okay. Den brauche ich auch gar nicht. Ich nehme nämlich lieber den Brief mit. Logisch. So, dann gehen wir mal nach oben. Ah, ein goldener. Schade. Das wäre geil gewesen, jetzt schon den goldenen zu usen. Da hätten wir auch nochmal zwei schöne Items bekommen. Aber ich glaube, im letzten Run hatte ich auch schon das Level 3 Schwert. Kann das sein? Boah, Alter. Da kommt wieder die Kohle raus. Ich glaube, da hat man auch schon Level 3 Schwert beim ersten Boss. Und nochmal Geld. Jawohl. So, zack und zack und zack. So, Leute, ich wurde übrigens öfter mal gefragt, wie ihr mich denn unterstützen könnt. Und ganz ehrlich, die leichteste Methode ist einfach, wenn ihr liked und einen schönen Kommentar unter das Video schreibt. Das hilft mir schon richtig dolle. Und natürlich den Kanal abonnieren, das hilft mir auch sehr. Und wenn euch das nicht reicht, dann könnt ihr auch beispielsweise Mitglied in der in der Gruppe von Hyrule werden, in der Wache von Hyrule. Ich weiß gerade, wie mein eigenes Team nicht heißt. Ja, ihr könnt Kanalmitglied werden, ne? Das ist schon ab 99 Cent pro Monat möglich. Und ihr erhaltet dann sogar noch ein paar Vorteile, dass ihr ein paar coole Icons bekommt, neben eurem Namen und natürlich auch ein paar Emojis, ein paar extra Emojis. Nur so viel mal gesagt, falls das jemand noch nicht gehört hat. Ich drop dafür den auf jeden Fall. So. Der Schlüssel. Wo war denn der Schlüssel? Der war, glaube ich, unten in dem Raum, ne? Hier irgendwie. Wir haben nur noch eine Bombe, das nervt mich ein bisschen.
Und guck mal, hier unten waren wir auch noch nicht. Warte. Da ist er weg, die letzte Bombe. Scheiße. Ich hoffe, wir bekommen noch ein paar Bomben. Oh, noch so ein Amulett. Und eine Avocado. Na gut, das hat sich jetzt eher semi gelohnt. Naja. Komm. Gib Bomben. Oder geht's sogar noch weiter? Ah, geil, er hat wirklich eine Bombe gegeben. Ja, das brauche ich nicht. Sorry. Bekommen wir hier noch einen Schlüssel oder so? Weil es ist schon noch ganz schön viel irgendwie. Hier ist nix. Ja, guck mal, es geht sogar noch weiter. Der Wahnsinn. Eieieiei. Ja, muss hier noch irgendwas sein, glaube ich. Ah. Bringt, glaube ich, 15% die silberne, oder? Hallo. Okay, nur ein Herzchen. Kacke, was lege ich denn dafür weg? Soll ich das rote Ding erstmal weglegen? Ich glaube ja. 15% ist schon ganz cool. Schon wieder viel zu viele Items, ne? Der Wahnsinn. Okay, hier ist der neue Schlüssel. Es geht nach oben oder nach rechts? Nein. Boah, jawoll. Kohle. Ich gehe erstmal nach rechts, ja? Aha. So, ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, die Pixel von den Blöcken, die man verschieben kann, sehen anders aus. Das heißt, diese Blöcke sind alle nicht schiebbar, richtig? Nö. Ich glaube, dafür sollte ich mal ein Auge entwickeln. Okay, weiter geht's. Eine größere Tasche wäre langsam mal geil. So. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Ich besetze einen super Run. Also Level 3 Schwert. Wir haben zwar keine Rüstung bis jetzt. Dafür einen Haufen Kohle. Also ich bin sehr zufrieden. So. Weiter geht es. Zack. Und da ist die zweite Schlüsseltür. So. Der liegt auf der Streckbank. Armer Kerl. Und Tschüssikowski, meine zwei. So, hier. Ich weiß gar nicht. Könnte das noch was sein? Nee, leider nicht. Schade. Verschwendete Bombe. Ärgerlich. Okay, ansonsten weiter im Text. Ich glaube, wir müssten jetzt gleich durch sein mit Stufe 3. Jawohl. Und ich glaube, jetzt müsste auch neue Bossmusik kommen, Leute. Jo. Heißer Disco-Pogo. Schreibt mir da auch gerne mal in die Kommentare, was das für Musik ist, weil ich kenne auf jeden Fall nicht jede Musik. Der liebe Stardust hatte mir eine Liste geschickt, was für Musik das ist. Aber die habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig angeguckt. Läuft doch, oder? So. Nice. Sehr gut.
Und die Fanfare ist auch neu, ne? Ich denke ja. Die ist aus Four Swords, glaube ich jetzt. Die Fanfare ist, glaube ich, aus Four Swords. So, ich nuckel mal meinen Kaffee. Und hier haben wir jetzt auch eine neue Musik. Und ja, das wird sich, glaube ich, jetzt über ein paar Dungeon oder über ein paar Ebenen ziehen, dass wir immer mal ein bisschen neue Musik haben. Ich bin gespannt. So. Schreibt mir auf jeden Fall mal gerne, wie ihr die Musik so findet. Und ob ich die drinnen lassen soll oder ob ich die alte wieder reinpacken soll. So, hier ist eine Bombe. Aber ist das was? Komm, wir versuchen's. Kacke. Kacke! So. Hey, Kumpel. Boah, zwei Schläge. So, Schalter rumgedreht und mehr ist hier auch gar nicht. Doch, hier geht's von rechts. Oh yeah. Was ein Remix, ey. Okay, hier müssen wir später vorbei. Da ist ein Schlüssel unten. Pfeile brauche ich nicht. Ah, so viele Pfeile. Hätte auch Geld sein können. Nice. Okay, es geht nach oben und unten. Ich gucke erstmal unten rein. Noch ein Diamant. Geil. Ah, schön. Wir sammeln gut Kristalle. Und die stacken gut, ne? Ich glaube, hier ist nichts, oder? Sieht nicht so aus. Baba. So. Weiter geht's. Zack. Oh Gott, ich hasse. Oh Gott. Da kommen sie. Okay, Mana. Ja, unsere Rüstung ist sehr schlecht aktuell, ne? Da sollten wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Oh Gott, kommt der nächste. Okay, es geht weiter nach oben. Hey du! Ba, 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 ba. Das soll, glaube ich, Donkey Kong sein, ne? Donkey Kong Country oder so? So. Alles klar, alle weggefetzt. Hier noch eine Lampe. Herzchen, sehr schön. Ansonsten haben wir hier erstmal weiter nichts. Und es geht weiter nach oben. Ah, mein Liebling. Siu, tschüssi. Und weiter nach oben. Schade, ich habe gedacht, es kommt ein Brunnen. Bam, 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 bam. Okay, hier ist gar nichts. Nichts los hier. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Shop. Wir haben echt viel Kohle. Da war eine Kiste, oder? So. Jo. Und. Boah, jawohl. Alter. Ja. Noch mehr Kohle. Ich lieb's ja. So. Oh. Ratten. Zack. Und noch mehr Geld. Haben wir hier noch einen Gegner? Nein. Okay, wir gehen natürlich nochmal nach oben. Und kriegen eine schöne Feenquelle. Eine nehme ich mir mal mit. Und dann geht's weiter. Dum, dum, dum. Zack. So, Fledermaus und Ratten sind hier auch noch am Start.
Okay, wir kommen wieder raus. Aha, hier waren wir aber noch nicht. Und kommen jetzt in den Raum. Oh, wow. Yes, Mann. Das nehmen wir beides mit. Geilo. Ja, wirklich richtig geilo. Ah, gut, ich hätte hier 15% noch sparen können, ne? Ah, das war dumm. Ja, hätte ich machen sollen. Egal. Egal. Ja, aber trotzdem, was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe keinen Schlüssel bekommen. Und auch keinen Schalter bis jetzt umgelegt, ne? Achso. Ah. Ich verstehe. Ah. Ich verstehe. Okay. Das hätten wir. Jetzt ist die Frage, wo ist die Schlüsseltür? Ja, hier nicht. Hä, wo war denn die Schlüsseltür? Habt ihr sie gesehen? Warte mal, wo bin ich denn gespawnt? Ich bin doch in den... Geht's hier noch nach links? Nein, jetzt habe ich Pfeile aufgenommen. Nee, geht's nicht nach links. Aber wo bin ich denn rausgekommen? Warte mal, ich bin gerade verwirrt. Hä? Ah, okay. Dann doch hier irgendwo, ne? Hier geht's noch nach oben. Ah, okay. Ah, ich habe hier den Schalter wieder umgedreht. Das war ein Fehler. Okay. Ja, mein Gedächtnis trügt mich heute schon wieder. So. So ist richtig. Ja, wir haben jetzt halt viel Kohle ausgegeben. Dafür... dass wir mehr Items halten können und so. Ich hoffe, dass die Kohle dann halt ausreicht, um neue Items zu kaufen. Aber ich bin guter Dinge. Ich denke schon. So, keine Gegner? Eieieiei. Ja, da wird es wieder teurer. Ja, das Schwert müssen wir schon mitnehmen, ne? Her damit. Alter, Level 4. Nice. Oh, wie gut. So, okay, wir gehen erstmal nach oben, würde ich sagen. Ist schon geil. Mit so einer Ausrüstung. Da lässt sich schon gut kämpfen. So. Oh Gott, da war noch eine. Nee. Bam, bam. Okay. Kein Problem. So, ein Schalter. Dann haben wir hier die Runde schon geschafft, wa? Ja. Und dann geht's nach rechts. So, da kommt der Krankenwagen. Ignoriert das mal. Eieieiei. Okay. Einfach Räume zum Durchrennen. Aber das ist nicht schlecht. Gehen wir nach rechts erstmal. Ja. Kann ich alles mitnehmen? Sehr schön. Ah, Kacke. Scheiße. Hoffentlich kein. Okay. Also der Shop verkauft mir gerade mal nichts. Ich habe aber gerade eh kein Geld. Und ich muss 25 Gegner töten. Das müsste jetzt, genau. 25 Gegner töten, damit das wieder funktioniert. Aber das ist ja alles noch harmlos, sage ich mal. Das schaffen wir auf jeden Fall, mit den Gegnern zu töten. Und große Konsequenzen hat das jetzt auch nicht, muss ich sagen. Also damit bin ich jetzt vollkommen fein erstmal. So. Das sollte relativ schnell gehen. Okay, das... Magic Potion. Aktuell noch nicht so nützlich, aber vielleicht später.
Ja, das hätte ich schon gerne, ne? Sind wir ehrlich. So, das hier sieht auffällig aus. Gucken. Nice. Sehr, sehr schön. Kriegt mal wieder ein bisschen was. Ja, Rüstung wäre geil. Müssen wir halt schauen, ob wir das Geld noch zusammen bekommen. Beziehungsweise wir haben auch noch die 15% Karte. Den Pilz nehmen wir gerne mit. Ah, oh, keine Sau braucht Pfeile. So, Manier. Ba, 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 ba. Ah, guck mal. Okay, was haben wir denn? Wir haben viele Diamanten und die lilanen Dinger haben wir vor allem. Okay, wir könnten uns vor allem einen Ring of Life holen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so ungeil. Aber aktuell brauche ich den nicht und ich habe auch gar keinen Platz aktuell dafür. Ich glaube, ich würde mir aktuell erstmal nichts holen. Ich warte erstmal. Ja. So, machen wir das. Okay, es geht weiter nach rechts. Ah, wir sind schon so stark, ne? Der Wahnsinn. Und Elektroangriffe machen uns auch einfach nichts aus. Okay, tja, ich hätte mir jetzt gerne das auch geholt. Aber wir haben halt einfach nicht genug Geld. Und auch die 15% Karte bringt nichts mehr. Okay, let's go. Neue Etage. Und damit gehen wir ins Dorf rein. So, das Ganze hier hat auch eine neue Musik. Ich bin gespannt. Die habe ich auch noch nicht gehört, diese Musik. Aber ich finde, mit so einer schönen neuen Musik macht's das doch mal auch alles wieder ein bisschen interessanter, oder? Macht einen neuen Look im Game. So. Jawohl, 10 Rubine. So. Wir gehen jetzt gleich erstmal in den Shop rein und schauen, ob wir irgendwelche geilen Items bekommen können. Und dann, ja, sehen wir mal, wie sich der Run entwickelt, ne? Oh. Oh. Oh, das ist schöne Musik. Ist das von Oracle of Ages? Oder Seasons? Bin gerade nicht ganz sicher. Ich glaube schon, ne? Ah. Und upgradete Shop-Musik. Warte mal, das hier ist... Yo, das holen wir uns, Leute. Auf jeden Fall. So, warte. Ich rüste das mal kurz aus. Dann kostet das noch 106 Rubine. Also das würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Und das eigentlich auch. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Und was haben wir hier noch? Okay. Ah, die Musik, die Shop-Musik ist ein bisschen anstrengend, glaube ich. So. Jo, geil, da ist er. Ja. Das heißt, den können wir heute auch ausprobieren. Sehr, sehr schön. Schöne Auswahl. Die Preise sind auch erschwinglich. Ich würde sagen, wir holen uns mal kurz... Wie viel waren es? 10 Rubine brauche ich, ne? So. Das reicht. Also ihr kennt ja meine Methode, ne? Mittlerweile, denke ich. Mit möglichst wenig oder mit Geld jetzt hier erstmal diesen Anhänger kaufen. Zack. Und jetzt können wir richtig loslegen und das Ganze
Geld hier in der Stadt einsammeln und wir kriegen für all das Geld, kriegen wir halt 20% extra Rubinen. Das ist halt so geil. Das ist richtig geil. Und jetzt geben wir erstmal den Brief ab. Ja. Hier wohnt sie nicht. Hier wohnt sie natürlich. So, und da kriegen wir halt 20% mehr. Das ist so gut, ey. Das heißt, wir kriegen 150 und davon kriegen wir 20% extra. Das heißt, wir haben jetzt, keine Ahnung. Oh, ist alle neue Musik. Ja, wir haben jetzt 30 Rubine, glaube ich, extra bekommen. Ja, und wenn man das halt richtig hochstackt, super geil. Super geil jedes Mal. So. Wir machen uns ans Eingemachte und sammeln die ganzen Kohle ein. Ich hole mir jetzt erst nochmal die größere Tasche. Ja. Hier. Damit wir nicht so viel Platzprobleme haben. So. Und jetzt können wir richtig loslegen. So, da ist das Buch. Theoretisch können wir gleich nochmal hier vorbeischneaken. Da müssen wir dann nicht nochmal hin. So, hier eine Bombe legen. Oh. Okay, eine Mana-Bottle. Und nochmal 40 Rubine. Das hört sich irgendwie an wie so ein bisschen Metroid oder so. So, zack. Herzchen. Ja, dann holen wir uns hier noch den Kristall ab. So, wenn wir das Dorf fertig haben, machen wir mal einen kurzen Cut, damit ich mir nur einen Kaffee holen kann. Mache ich eigentlich immer im Dorf, ne? Irgendwie so. So. Und jetzt machen wir erstmal die Tauschquest fertig. Oh, schön. Guck mal, ich habe dein Buch gefunden und hier gibt es irgendwo noch Geld. Das lohnt sich halt so, ne? In diesem Dorf, wenn du diese Kombi anwendest und das 20% Ding kriegst, das ist so lohnenswert. Das ist der Wahnsinn. So, hier habe ich schon alles eingesammelt, richtig? Ja. Na, 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 na. Okay, hier kriegen wir noch ein Getränk. So, dann. Feuerorbs, okay. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht so. Schade. Aber die werde ich schon irgendwo verfeuern. Finde ich sicherlich eine Möglichkeit. So, Geld. So, hier. Sie hatte nichts mehr, oder? Nee. Sie ist einfach gestorben. Oder so. Oder sie ist eingeschlafen. Vielleicht ist sie nur eingeschlafen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass sie eingeschlafen ist, die Arme. Die war einfach nur sehr müde. Und in dem Brief steht, dass ihr Mann bald aus dem Gefängnis entlassen wird. Ja. Das heißt, sie muss sich keine Sorgen machen. So. Miau. Alter, die Kohle. Und das geht gleich erst richtig los. Gleich geht's erst richtig los, Leute. Achso, warte. Wir müssen ja hier hin. Blaues Elixier. Blaues Elixier finde ich geil. Wie wir schon abgegradet sind, ne? Das ist der Wahnsinn. Level 4 Schwert. Ich glaube, mit Level 5 Schwert gehen wir raus. Aus dem Dorf. Wenn's Geld reicht. Mal gucken. So. So. Dann einmal Medaillon. Ich glaube, irgendwann habe ich auch mal Bock. Vielleicht so ein Medaillon, so ein Amulett mit 20% Mana-Ersparnis oder 25% und dann hier mit dem Medaillon richtig schön durchrushen.
Ich meine, damit tötest du ja auch alle Gegner auf dem Bildschirm, ne? Stelle ich mir auch ziemlich geil vor. Aber ich glaube, es ist ineffektiv. Muss man mal gucken. So. Ah, geil. Schöne Handschuhe noch hinterher. So, hier ist nichts, gell? Ne. Nice. Boah. Könnte der beste Run werden, den wir bisher hatten. Bin gespannt. Achso, warte mal. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Wir müssen doch hier oben rein, Mann. Okay, und jetzt gibt's nochmal richtig Kohle. Also, wir haben 237 und alles, was hier drin ist, wir kriegen 20% extra. Was? Ich hatte noch nie einen Rubin in der Kiste. Boah, was? Hä, was ist das denn? Kacke. Noch nie hatte ich einen Rubin in der Kiste. Was zur Hölle? Das war ja unverschämtes Pech. Wahnsinn. Okay, wir haben... Wow. Okay. Wir haben doch eher Pech gehabt, tatsächlich. Was das Geld heute angeht. Okay, ein paar Bomben. So, dann einmal die Hühner auch alle hochheben, ne? Leider normales Ei nur. Ich hätte gern goldenes gehabt. Oh. Boah, was? Okay, dafür hatte ich noch nie so viel Glück bei den Hühnern. Und ein Eis am Stiel. Boah, drei Eier. Nicht schlecht. Ich drop das mal und ich drop das mal. Und lass das alles liegen, denn ich gehe jetzt noch shoppen. Ja. Aber ich kann jetzt gar nicht so krass shoppen gehen, wie ich mir gewünscht habe. Also ich hatte mir tatsächlich heute höhere Geldeinnahmen erwünscht. Oder erhofft. Aber es hält sich in Grenzen. Ha. Ja, wir hatten heute ein bisschen Pech, was oben die Schatzkammer angeht, ne? Da war jetzt nicht so viel Geld drin, ne, diesmal. Schade eigentlich. Also wir hatten schon deutlich mehr Kohle. Aber gut. Ich bin mal nicht traurig. Wir kaufen auf jeden Fall den Schild. Und den Enterhaken. So. Den hatten wir halt noch gar nicht, ne? Was steht denn da als Info? Stuns enemy, kills small ones, can pick up items. Oh, cool. Der kann Items picken. Okay. Okay, also ist eigentlich ähnlich wie der Boomerang, bloß halt in einer geraden Linie, ne? Aber er kann halt auch Items picken. So, hier könnten wir uns die Lampe holen. Ja. Du sollst da nicht reingehen? Was haben wir hier noch? Ja, den Ring of Life könnten wir uns auch so holen. Weil da haben wir die nötigen Items hier. Ich glaube, das würde ich auch machen. So, und hier... Ja, ganz klar, holen wir uns das noch. Und das noch. Alter, wie overpowered wir einfach schon sind. Ha, sollen wir uns das noch holen? Ich meine, da sparen wir noch einen Inventarplatz. Komm, was soll der Geiz? Let's go. So, 46 Rubine haben wir noch. Und dann würde ich mir jetzt noch den Ring of Life holen, oder? Was sagt ihr? Ich glaube schon. Ring of Life. So, und dann sind wir auch schon fertig mit dem Dorf. Ja, ich bin zufrieden. Hätte aber ein bisschen mehr Kohle sein können, tatsächlich. Es war, glaube ich, der hier. Ja. Zack und zack. Da kriegt man den Ring of Life. Das heißt, wir haben erstmal auch gut Lebensregeneration. Bin sehr, 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 sehr zufrieden. Okay, und der Enterhaken. Den probieren wir heute mal ein bisschen. Das ist eigentlich das Ziel gewesen.
von der heutigen Folge. So. Let's go. Jetzt habe ich vergessen, mir einen Kaffee zu holen. Egal. Ich mache gleich mal noch eine Pause. Ich habe eh noch ein bisschen was in der Tasse. Ja, Pfeile braucht man nicht. Und das Ding, kann man das schon zerschmettern? Ja, geil. Ist das gut. Ah, ich wollte mir eigentlich das andere Amulett noch holen, ne? Ah, vielleicht hätte ich das lieber statt der Bombentasche machen sollen. Dann hätte ich über Stacheln laufen können. Naja, gut. Ich werde auch so klarkommen, hoffe ich. So, wir haben echt viele Bomben, deswegen... Ich benutze die mal hier, auch wenn ich mir nicht sicher bin. Ne. Schade. So. Zack. Mhm. Stun funktioniert auf jeden Fall. Zack. Okay, Schaden mache ich gegen die auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich doch eher gegen Fledermäuse und gegen die hier. So, hier Bomben ergeben keinen Sinn, also weiter nach oben. Kacke. So, kann man hier einen Block verschieben? Ihr habt wie gesagt gesagt, dass die Pixel anders aussehen bei Blöcken, die man verschieben kann. Ich glaube, hier sehe ich auch keinen, der different aussieht. So, okay, weiter geht's. Mhm. Die Musik ist, glaube ich, Standard geblieben, ne? Keine Herzchen. So. Okay, ich gehe erstmal nach links. Das ist eine Falle. Oder? Okay, Tür geht nicht wieder auf. Schade. Nee, 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 nee. Herzchen und 80 Rubine. Plus 20 extra. Also 20% extra. Nice. Nice, 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 Leute. Aber... So, zack. Oh ja, ein Key. Hier haben wir auch nichts, was wir verschieben können, oder? I don't see any Unterschied. Nope. Okay. Weiter geht's. Ah, der hat jetzt dieses Amulett. Oder die Lampe halt. Aber ich glaube, das Amulett gefällt mir besser. Pass auf, ich use mal... Haben wir gerade ein einmaliges Highlight-Item? Nee, ne? Dann mache ich mal... So. Und hau mir das mal rein. Lampe? Mehr Reaktionszeit oder das? Ich warte jetzt sowieso erstmal noch, weil ich habe ja kein Geld. So, wo soll ich denn eigentlich lang? Oben, ne? Oben rechts war, glaube ich, hier so. Oh Gott, oh Gott. So. Ja, für Positionierung und so ein bisschen Stun ist das eigentlich ganz geil. Der Enterhaken. Dü, 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 dü.
Und ich glaube, da kann ich mir halt auch gut Items holen, die auf den Stacheln liegen, ne? Soll ich mir das holen oder nicht? Ich lasse es, oder? Ich spare lieber mein Geld. Ja. Erstmal sparen. Obwohl, da kommt gerade auch echt viel Knete rein. Boah, was? Alter. Den habe ich nicht gesehen. So, perfekt. Zack. Ah. Geh weg. So, geh nach links. Es geht nach rechts. Geh nach oben. Nee, nach rechts nur. Okay. Ah, die kann ich easy wegfetzen hier. Easy peasy lemon squeezy. Und weiter geht's. So, das ist eigentlich ganz angenehm. Zack. Und. Ey. Zack. Jo, das ist angenehm. So, hier ist bestimmt irgendwo ein Schalter, oder? Nicht? Schade, ich hätte gedacht. Ja, ist das ein Rückweg, okay. Ja, dann gehen wir hier nach rechts. Ah. Ah, ist das geil. Wenn ich das alles wegfetzen kann, das ist so gut. So. Wir haben einen Kingstone. Und schauen mal, was wir Schönes bekommen können. Oh Mann, Pfeile. Ich hasse Pfeile. Zack. Zack. Die kann ich auch schon zerfetzen. Okay, cool. Einfach wegfetzen. So. Zack. Zack. So, nach links geht's hier, aber ich will ja gar nicht nach links. Dann gehen wir erstmal nach oben weiter. Jo, das ist doch eher was, wofür ich mein Geld ausgeben möchte. Schöne neue Rüstung. Und hier haben wir noch eine Schatzkiste, die hoffentlich... Oh, nice! Geil! Oh, so viel extra Kohle. Richtig gut. Boah. Den habe ich gerade nicht gesehen. So, wir gehen weiter nach unten. Ja. So, wollen wir hier mal eine Bombe legen? Es sieht relativ auffällig aus. Auch wenn es sehr nah an den Stacheln gebaut ist. Schade. Hätte ja sein können, oder? So, das legen wir mal um. Oh, der gibt uns Kohle gegen... Ein Dreiviertel von unserem Leben. Ja, auf jeden Fall. Let's go. 100 Rubine. Und wir haben den Ring of Health. Und sind wieder halbwegs voll. Ist doch geil. So. Gut, hier haben wir jetzt den Schalter aktiviert. Das heißt, wir können jetzt theoretisch hier wieder zurückgehen. Jetzt müssen wir halt irgendwo einen Raum finden, wo... den Schlüssel brauchen. Bin mir nur nicht gerade sicher, wo das war. Beziehungsweise, wo irgendwo halt diese blaue Wand ist, ne? Hier ist das nicht. Einen neuen Schild könnte ich mal noch gebrauchen. Das wäre ganz geil. Nö. Also theoretisch muss ja irgendwo hier drüben weitergehen. Oder? Ja, hier, guck mal. Hier waren wir doch noch gar nicht. Zack, zack.
So. Hier lege ich mal eine Bombe. Just for fun. Leider war das nix. Ja, hier sehen auch die Pixel wieder nicht anders aus. Also ich erkenne da aktuell noch keinen Unterschied. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Aber nö. I don't know. Oh, Powerstellmusik soll auch anders sein. Alter. Was eine Partymucke. Okay, nice. Aber mir fehlt jetzt wieder ein Schlüssel. Und hier war ich schon. Okay. Ich muss irgendwo einen Raum aufsuchen, wo ich noch nicht war. Mir fehlt noch ein Schlüssel. Schauen wir mal. Aber hier ist ja auch nichts mehr. Hä? Hab ich irgendwo was verpasst? Okay, jetzt sind wir nochmal hier. Soll ich mir hier nochmal so ein Ding mitnehmen? Zack. Dafür lasse ich liegen. Schwierig, ne? Ich glaube. Ja. So. Weil dann kann ich über Stacheln laufen. Das ist so angenehm. Okay, wir müssen irgendwo jetzt noch... Ah, okay, hier ist der Schlüssel. Ah, hatte ich schon wieder vergessen. Alles klar. Nee, 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 nee. So, zack. Den Boss, den werde ich weghauen, Leute. Ich glaube, ich war selten so gut ausgerüstet. Für diesen Boss. Oder? Ich glaube nicht. So. Oh oh. Einfach durchgelaufen. Nice. Da ist ein Schalter. Aua, aua. Ja. Konsumieren. So, warte, hier ist ein Schalter. Der hat die Tür geöffnet irgendwo. Nice. Und noch ein blauen Kingstone. Und hier könnte man vielleicht unter Umständen mal was reinsprengen. Jo, geil. Und noch mal zwei Schatzkisten. Ja. Oh. Free Magic Refill Item. Ja. Ich glaube, die würde ich da lassen. Ich glaube, die würde ich da lassen. Ja, das ändert natürlich einiges. Ist, glaube ich, nichts, oder? Nee. Dann nehme ich es mit. Dann nehme ich es natürlich mit, wenn ich jetzt mehr Platz habe. Let's go. Ich frage mich, ob ich dafür auch Rabatt für einen blauen Trank bekomme. Beziehungsweise, ob das für einen blauen Trank funktioniert. Weil der macht ja auch Magie wieder da, weg, ne? Also, wiederherstellen von Magie. Theoretisch? Ist das eine berechtigte Frage? So. Dann können wir jetzt überlegen, ob man sich vielleicht auch noch die Lampe holt. Aber ich glaube, der Rückweg wurde mir gerade versperrt, ne? Ah, ne. Aber ich mach's nicht. So wichtig ist die Lampe jetzt auch nicht. Kommt hier noch ein Teleporter. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, tatsächlich. So. Nö. Okay, weiter geht's. Haben wir hier irgendwelche Pixel, die anders sind? Nö, ne? Oder ich bin blind. Okay.
Muss ich mir nochmal angucken. Ihr hattet das halt geschrieben und habt gesagt, das habt ihr im Video gesehen. Gucke ich mir nochmal an. So, zack. Ah, so angenehm, ne? Ich kann jetzt über Stacheln laufen, ich kann alles zerstören. So nice. Okay, es geht zum Bossfight, Leute. Ich würde mal kurz eine Pause machen und mir nochmal einen Schluck Kaffee holen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da bin ich wieder mit neuem Schluck Kaffee am Start. Geht's weiter und auf zum Boss, würde ich sagen. Auch mit derselben Musik. So, ich bin gespannt. Boah. Gar kein Treffer gelandet, Wahnsinn. Nice. Ich verliere gerade sehr viel Leben. Okay, sehr schön. So. Leichte Frame-Einbrüche. Okay. Und wir gehen in die letzte Runde. Ich würde mal Mana konsumieren. Okay. Ah, viel zu schnell taucht er wieder ein. Sag mal. Bam. Die Sau! Okay, wir haben ihn. Nice! Und da ist der Herzcontainer. Und unsere neue Fanfare ist auch mit am Start. Okay, ich bin gespannt auf das neue Level. Und ich trinke mal schon Kaffee. So, Herzcontainer haben wir aktuell ein bisschen wenig, ne? Das ist aktuell noch ein bisschen mau bei uns. Aber naja. Ist das neue Musik oder ist das dieselbe? Glaube ich dieselbe, ne? Ja. Mich würde mal interessieren, ob ich die damit auch besiegen kann. So. Zack, kann ich das drüber schießen? Ja, nice. Sehr schön. Okay, das ist sehr nützlich. Das hole ich mir. Später. Wenn ich ein bisschen Geld habe. Das muss mit. Okay, ja. Geht's hier drüben noch weiter? Warte mal. Okay, hier geht's direkt in den Teleporter rein. Oh, und da hinten geht's noch nach unten. Ach, scheiße. Zack, zack. Und ein Käse. Sieht für mich aus wie ein Käse. Okay, weiter geht's. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Ja, ich gehe noch nicht in den Teleporter rein. Wir gehen erstmal da hinten nach unten. Vor allem hier? Heißt das, ich komme da nicht nochmal zurück, wenn ich in den Teleporter gehe? Das ist halt eine gute Frage, ne? Das wäre halt sehr traurig, wenn ich nicht nochmal zurückkomme. Boah, ich könnte hier zurückkommen, aber ich... Nee, da kam ich her. Ah. Wäre schon nützlich, wenn ich jetzt noch das Geld zusammenkriege.
okay, da haben wir einen Schlüssel. Das heißt, ich komme vielleicht doch zurück. Also eine Schlüsseltür haben wir hier. Okay. Zack. Oh, ja, Geld. Ich hasse den. Dich hasse ich sehr, Mann. Oh ja, der hat auch Geld fallen gelassen. Ich liebe dich. Ba, ba, ba. Was fehlen mir noch ein paar Rubine? Nein. Sein Ernst? Du, 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 zack. Okay, weiter geht's. Pam, pam. Mann, eigentlich kann man den doch den Helm abziehen. Den Viechern. Eigentlich. Okay, wir haben genug Kohle. Nice. Und hier, das sieht sehr auffällig aus. Yes, Mann. Schätze. Und Magie. Yes, Mann. Geilo. Gut, wir können uns das stärkere Schwert holen, Leute. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den Teleporter rein, oder? Auf jeden. So. Wir müssen jetzt halt den ganzen Weg zurücklatschen. Das ist ein bisschen doof. Und hier müssen wir halt später noch mit einem Schlüssel wiederkommen. Genau. Okay. Aber wir haben erstmal alles analysiert. Alles, was geht zumindest. Und müssen jetzt in den Teleporter. Und jetzt können wir uns erstmal schönes Schwert hier kaufen. Bam, Alter. Nochmal eine Ecke stärker. Geil. Nice. Ich lieb's. Ich lieb's, Leute. So, dann... Genau, auf in den Teleporter. Noch eine Schatzkiste. Ah, sehr schön. In euer Herzcontainer. Das lobe ich mir. Hallo? Einmal Raven. Ist so nice, ne? Hat er gerade meinen Schlag ausgehalten? Nee. Ich wollte schon sagen. Das ist unnatürlich. So, können wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Okay. Weiter geht's. Hä? Ach so, stimmt ja. Wir haben ja den blauen Schalter oder den Schalter aktiviert. Ich war gerade ganz kurz verwirrt, warum wir wieder da sind, aber unten war ja irgendwo so eine blaue Barriere, ne? Dementsprechend, das, genau. Wir kommen hier jetzt weiter und kommen wahrscheinlich nach oben. Ja. So, wir ballern erstmal alles weg. Enterhaken. Kacke. Das ist halt der Nachteil vom Enterhaken. Wenn du nicht triffst, dann bist du halt gestunt, solange der Enterhaken ausfährt, ne? Das ist halt ein Nachteil. Aber ist nur einer der einzigen Nachteile. Ansonsten ist der Enterhaken echt super nützlich und cool. Ich wünschte, man könnte die Dinger auch noch zerstören. Aktuell geht das ja nur mit dem Powerstern. Lol, der hat mich gar nicht gesehen. Okay, weiter geht's. Okay, ich muss die auch nicht mehr von der Seite schlagen. Sehr schön. Die Lampe. 105 Rubine. Vor allem der Stab, ey. 180. Viel zu teuer. Was ist da los? Bei der Lampe gehe ich noch mit. Könnte man sich überlegen. Für 105 Rubine. Steigert halt Reaktionszeit, ne? Wenn man früher die Gegner sieht.
Aber es ist halt ein Item, was man nicht unbedingt braucht. Ja, ist das die Frage. Macht's schon sehr billig, ne? Aber soll ich die mitnehmen oder soll ich lieber warten, dass ich ein anderes Item bekomme? Ich warte. Ich komme eigentlich mit der Lampe, die ich jetzt habe, sehr gut klar, finde ich. Ich warte mal. 30% ist schon sehr viel. Da würde ich lieber was höherpreisiges nehmen, wenn es geht. So, zack. Ja, oder halt den Schild, ne? Der Schild ist auch geil. Den könnte ich mir jetzt halt auch leisten. So, warte mal hier. Ich glaube nicht, dass es was ist, aber wir probieren es mal. Just for fun. Ich guck mal, ob ich hier in den Raum vielleicht ein paar Rubine ergattern kann. Leider nicht. Mann, den Schild hätte ich schon gerne. Geht halt wieder in alle Himmelsrichtungen hier. Komm, lass doch mal was fallen, Leute. Bisschen Money Money hier. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Bam, bam, bam. Okay, da ist ein Teleporter. Nee, ist nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Es fehlt ja nicht mehr viel. Ich glaube, es sind nur 5 Rubine, die fehlen. Okay, da ist ein Schlüssel. Ansonsten nix. Okay, ein Raum für den Schlüssel. Faszinierend. Okay, wir gehen hier nochmal nach links und ansonsten... Oh. Ja, da könnte vielleicht noch was dabei sein. Hab ich? Ja. Hab ich rot? Ich weiß gerade gar nicht. Komm, bitte. Ein bisschen Geld, ein bisschen Geld. Das ist Spiegelei mit Bacon. Geld. Nice. Habe ich auch, geil. Oh, nice. Sehr, sehr, sehr gut. Es lohnt sich halt immer, die Dinger zu sammeln, ne? Also meistens, meistens. Ah, guten Köcher, ja, okay. Oh, jawoll. Gut, da kommt die Kohle wieder rein, Leute. Jetzt können wir uns den Schild kaufen. Und theoretisch auch die Lampe. Soll ich die Lampe noch mitnehmen? Komm. Was soll der Geiz? Wir nehmen die Lampe doch schnell mit. Dann sind wir doch ganz gut ausgerüstet. Steigert unsere Reaktionszeit ein bisschen. Auch wenn meine Reaktionszeit heute sowieso total im Arsch ist. So. Ja, nice. Bin ich zufrieden mit. Ba-ba-ba-ba. Haben wir 6 Angriff und 6 Verteidigung. Was will man denn mehr? So, der goldene Kingstone wäre halt geil gewesen, aber die bekommt man so selten. Wir hatten jetzt schon 2-mal solche Altäre. Aber halt, ja, die Kingstones sind nicht gekommen. So, jetzt geht's hier oben in den Teleporter rein. Schlüsselhammer. Jetzt sind wir wieder hier. Weil wir den Schlüssel brauchen, richtig? Hier unten. Genau. Zack. Dim, dim, dim. Schön. Schön, schön, schön. Ah. Verteidigungspunkte reduziert über 3. Collect 40 Rubine. Okay, das ist easy. 40 Rubine brauchen wir, damit der... Oh, das ist auch geil, ne? Aber so teuer. Aber ich könnte es mir leisten mit der Karte.
150. Das ist halt schon geil. Ich warte mal noch ganz kurz. Vielleicht collecten wir ja noch 40 Rubine. Hab ich? Nee. Ja, vielleicht holen wir uns noch die 40 Rubine und dann können wir uns... Ne? Oder? Warte. Ach, ich komm. Ich kauf das Ding einfach. Ich kauf das Ding jetzt einfach. Warum immer warten? Warum denn warten? Ich bin doch kein Spaten. Ach so. Sorry. So natürlich. Ja, das wird für die Zukunft mehr Vorteile haben. Wenn wir noch ein paar Räume finden, wo versteckte Gegenstände und so lauern, ne? Aha. Ja, wir haben halt immer noch denselben Schruz, ne? Ja, nee. Ist halt alles sinnlos. Lohnt sich aktuell halt null, da irgendwas reinzuwerfen. I guess. Okay, weiter geht's. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt noch ein paar Rubine bekomme. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Kacke. Oh Gott. Wie, jetzt kriege ich so ein grünes Ding? Mann, das heißt, ich muss sowieso nochmal zurückgehen. Theoretisch. Ich nehme mal den Bagen. Ist ja grauenhaft nervig, ey. So. Na, na. Na. Ein Rubin. Ja, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich mache einfach mal so. Okay, hier ist ein extra Raum und hier ist ein Teleporter. Okay, warte, ich gehe aber erstmal die anderen Räume noch ab. Und außerdem würde ich gerne halt noch das Geld haben. Mann. So, wir müssen ja sowieso ein bisschen aufpassen, ne? Unsere Verteidigung wurde ja reduziert. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ich kriege aber auch kein Geld gerade. Schäde. Warum kriege ich kein Geld? Okay, warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück. Aber... Hier irgendwo war doch der Stein noch, oder? Hat man nicht irgendwo den Kingstone noch, den grünen? Oder bilde ich mir das gerade ein? Nee, hier ist er. So, zack. Her damit. Was habt ihr denn Schönes? Ja, okay. Ah, über Geld hätte ich mich mehr gefreut. Schade. Bisschen ärgerlich. Ein bisschen. Mann, ich will den Herzcontainer noch haben, Leute. So, aber jetzt müssen wir ja zwangsläufig den Teleporter benutzen. Das heißt, wir kommen vielleicht hier nicht nochmal her. Sei denn, die geben jetzt hier irgendwie unerwartet viel Geld. Ist aber nicht so. Schade, den Herzcontainer können wir uns leider nicht holen. Glaube ich zumindest. Ich denke zumindest nicht, dass wir da nochmal vorbeikommen. Hallo. Hammer. Was mache ich denn jetzt? Ich bin schon wieder komplett unkonzentriert. Super nervig, was ich gerade hier zusammen baue. Okay. Konzentration, Leute. Konzentration. Dim, dim, dim. Okay, es geht in die nächste Etage. Schade. Herzcontainer konnte man leider nicht mehr mitnehmen. Aber ich denke, es war besser, in das Medaillon zu investieren. Ich denke, ja. So, dann kicken wir mal. Aua. Ich muss jetzt echt mal ein bisschen aufpassen, ne? Die Gegner werden stark und ich habe gerade relativ wenig Verteidigung. Wegen dem Fluch. Ein bisschen Konzentration ist also gefragt. Danke. Ja, da wäre es gewesen, das Geld. Schade.
Schade. Wäre schon cool gewesen, wenn wir den Herzcontainer noch mitgenommen hätten. Aber man kann nicht alles haben. Oh, hier ist ein Secret Room. Aha. Ja gut, den hätte ich vielleicht auch gefunden. Bam, bam. Didim. Ja, sehr schön. Ah, da ist es. Okay, das können wir uns aber für die Zwergenmine aufheben. Sehr, sehr schön. Cool. Aber wir hätten halt auch schon zwei vorher gehabt, ne? So ist es nicht. Hi! Okay, den ignoriere ich mal gekonnt. Und hier Enterhaken-Time. Zack. Zack. Bam. 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 Geil. Oh, schön. Schön, schön, schön. I like it. Ah, guck mal. Kann man damit was machen? Ah, ich hätte gedacht, die kann man vielleicht rausziehen mit dem Enterhaken. Schade. Ne, das wäre so ein Guess gewesen von mir, weil ich glaube, es gibt einige Zelda-Spiele, wo das möglich ist, mit dem Enterhaken sowas zu machen. Oh, was ist denn das Schönes hier? Nice. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, einmal durchgegangen, haben einen Schlüssel bekommen und dann können wir weiter, ne? Ba, 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 ba. Genau. Sehr schön. Da läuft der Hase wieder. Ah. Oh, jetzt gibt's wieder Kohle, Leute. Nice. Sehr schön. Dim, dim. Na. Okay, geil. Gut, das war gut, 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 gut. Und hier, Kumpel. Herzchen, lass mal liegen für Notfall. Ja. Da ist er vielleicht schon der Notfall, okay. Eine Kartoffel! Okay, die Kartoffel konsumiere ich mal. Dü-düm. Oh, ein Secret Room. Ja, den hätte ich auch gefunden. Den hätte ich auch gefunden. Oh, das ist gut. Rot und Diamant, ne? Ja, 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 ja. Da kann ich mir ein paar Handschuhe holen dann. Sehr gut. Da freue ich mich. Okay, hier leider nichts weiter. Sehr schön. Alles weggeklatscht und hier unten geht's nicht rein. Ich denke mal, da kommen wir wieder raus dann. Ich werfe mal hier den Orb weg. Oh. Ja, 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 ja. Hier werfe ich ihn auf jeden Fall. Hä? War ich zu spät oder bringt das nichts gegen die? Ich war bestimmt zu spät, oder? Das ist ja mega stressig. Ba, 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 ba. Okay, den Rest muss ich dann, glaube ich, später töten. Wir gehen erstmal nach oben. So, zack, zack. Bam, bam, da-dum, dum-dum. So, fabelhaft. Die Musik, ey. Okay, geht's hier noch nach rechts? Nee. Ich use mal kurz meinen Ring. So.
Und weiter geht's. Shit. Hätte ich ja noch ein bisschen warten können mit dem Ring. Cool, ich kann mit dem Ding auch Krügel zerstören. Mit dem Enterhaken. Das ist ja vorteilhaft. Oh. Ja, Energy Drink. Can of Power. Jawohl. So, warte. Einfach aus Prinzip schnell wegklatschen, ne? Kriegt auch noch ein bisschen Kohle. So. Wo war das jetzt nochmal? Hier. Jawohl. Schick Money. Dam, dam, dam. Hier ist sogar ein Secret Room noch. Ja, nicht schlecht. Also hier, klar, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann hier noch schön einen Secret Room abstauben. Nochmal 6 Bomben, nice. Und eine rote Karte für ein Highlight-Item, ne? Sehr, sehr gut. Also wir können dann richtig shoppen gehen bei der Zwergenmine. Freue ich mich drauf. Das wird gut. Ja, ist doch Powerstern, oder? Du, 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 du. Es ist so nice. Okay. Okay, okay, okay. So. Ja, nee, brauche ich nicht. Das brauche ich alles nicht. Den Rubine nehmen wir mit und dann geht's auch schon wieder weiter. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, Mist. Die hätte ich schon mitnehmen können. Aber naja. So, es geht in die Zwergenmine. Das ist auch eine neue Musik. Nicht schlecht. Ich hol mal ganz kurz die Karte raus. Während ich gechillt mal dahin laufe. Und zwar... Ja, ich weiß, dass hier auch Secret Rooms sind. Ich suche nur gerade noch... Hier ist es. So, die Bomben. Einmal hier, bitte. Die Musik passt ganz gut eigentlich, ne? Noch mehr Diamanten. Das ist voll. Ja, keine Ahnung, können wir damit denn was machen? Naja, nicht so wirklich. Also das kann ich liegen lassen. Was ich mir auf jeden Fall erstmal hole, ist... Diamant. Ich war gerade ganz kurz verwirrt, wo der Rubin ist, aber der ist normal im Inventar drin. So, zack. Da müssten wir jetzt neue Handschuhe bekommen. Geil. Sehr, sehr geil. So, wir haben 400 Rubine. Bin mal gespannt, was wir jetzt noch für Items bekommen. Vielleicht noch ein paar Amulette. Fände ich geil. So. Bomben haben wir halt auch echt viele. Das ist sehr, sehr gut. Ein Smaragd. Okay. Was können wir mit einem Smaragd anstellen? Okay, da könnten wir Ring of Rupee bekommen. Tatsächlich. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber wir haben halt auch den Ring of Health aktuell. Und ja, ich habe gerade nicht so viel Geldprobleme. Und die werden sich gleich auch nicht ändern, weil ich ja ganz viele Schatzkisten noch öffnen werde. Dementsprechend bin ich da aktuell noch nicht so erpicht drauf, ehrlich gesagt. Okay, ja, den Ring brauche ich nicht. Ring of Pfeile oder Arrows. Aber die Handschuhe nehmen wir auf jeden Fall mit. Damit haben wir unsere maximale Angriffskraft erreicht. Sehr nice. Fehlt nur noch ein bisschen Verteidigung. Geil. So, ich würde mal das hier konsumieren.
dann würde ich mal ganz kurz hier reingehen. Ja, geil. Damit kann ich mir auch blaue Tränke kaufen. Das machen wir doch mal direkt. Und dasselbe machen wir nochmal hiermit. Sehr schön. So, wir haben auch immer noch 3 Eier. Die kann ich dann demnächst, glaube ich, auch aufgeben. So, dann hole ich mir nochmal ein paar Bomben. So ein 5er-Paket. Ah, die Musik hier ist schon sehr laut. Sehr, sehr laut. Okay. Und auf geht's. Damit sollten wir auf jeden Fall easy durchkommen. Ich muss mir mittlerweile mal irgendwann merken, wie der Weg ist. So, 10, dann 7. Dann nehmen wir einmal die 9 mit. Dann gehen wir auf die 5. Dann Richtung 3. Nochmal die 3. Und dann haben wir hier die 4. Dann geht es weiter mit der 1. Aber ich kann ja hier jetzt schon den machen, ne? Genau. Und dann gehe ich hier lang. Und hier lang. Und dann noch einmal nach oben. Das ist der Bonusraum quasi, ne? So. Okay, da kriegt man das Cape. Ja, kann in manchen Situationen nützlich sein. Okay. Ich hätte mich jetzt aber lieber über was anderes gefreut, tatsächlich. Weil wir haben schon einen relativ hohen Mana-Verbrauch, ehrlich gesagt. So, 1 Uhr. Dann 8 Uhr. Und dann haben wir noch einmal 12 Uhr. Und dann sind wir auch schon durch. Das hat auch gut geklappt. So, da gucken wir mal. Noch ein Smaragd. Nice. Noch ein Diamant. Heilige Scheiße. Ja, ich glaube, Geldprobleme habe ich nicht mehr. Ja, es sind gerade alle so Sachen, die brauche ich nicht. Ehrlich gesagt. So, aber das kann ich vielleicht gebrauchen. Schauen wir mal. Ja. Ja, das nehmen wir mit. Oh, jawohl. Geil. Das hat gelohnt, ey. Das hat richtig gelohnt. Nice. Also hier kriegen wir jetzt nochmal 25% extra Leben von Heil-Items. Das heißt, das hier auch, ne? Mega nice. Genauso wie die Eier, die heilen dann halt auch mehr. Ich hole mir jetzt noch ein paar Bomben. Und dann bin ich, glaube ich, zufrieden. Komm, wir holen uns einmal 8 Stück. Das sollte reichen erstmal. Ja. Dann sind wir hier schon wieder fertig mit den Zwergen. Wir haben gut Kohle mitgenommen. Ich weiß nicht, sollen wir hier noch was? Ja, es ist halt alles eher so semi-nützlich, ne? Ich könnte die zwei verwenden, könnte mir einen Stab holen. Oder einen Bogen, aber nee, brauche ich alles nicht. Ich brauche das alles nicht. Am ehesten den Stab, aber ja, nee. Nö, sehe ich nicht. Weiter geht's. Weiter geht's, Leute. Oh. Da können wir gleich mal fusionieren. So, zack. Okay.
Das rüste ich gleich mal aus. Wir spielen mal eine Runde. Okay, das ist für die vielleicht eher unnütz. So. Oh, es gab gut Kohle. Ah, oh, schön Level 8 Schwert, ne? Das merkt man sofort. Man merkt sofort den Unterschied. Oh, das ist für... Ja, geil. Den nehmen wir mit. Dafür droppen wir... die Dinger. Achso, sorry. Drop. Zack, was haben wir hier drin? Ein Kompass! Okay, wir haben auf jeden Fall einige Shops. Die sind schon wieder so überfüllt, ne? Das ist der Wahnsinn. Na komm, ich lass hier liegen. Okay, aber wir haben einige Shops, die wir aufsuchen können. Und hier gibt es ein Secret Room. Ja, unten, ne? Hallo. So, zack. Schauen wir mal. Ja, das nehme ich mit. Ah, das kann ich auch tragen, okay. So, und wir müssten jetzt hierdurch weniger Mana verbrauchen und mehr Leben generieren. Geil. Geil, geil, geil. So, Enterhaken. Ba-bam. So, hier brauchen wir einen Schlüssel. Ja, genau. Was ist das denn wieder für eine Kacke hier? Ah. Nein. Okay. So, und abhauen. Was ein Kackraum. Ja. Was ein Kackraum. Ganz ehrlich. So. Zum Glück muss ich da nicht nochmal hin. Ah, noch so ein Goldener. Da haben wir wieder leider keine von. Schade. Schade. Na, na. Da kriegen wir den Schlüssel, aber... So. Hatten wir sonst noch Räume hier unten? Oder sind wir jetzt durch? Da ist jetzt die Schlüsseltür, bla bla blub. Da waren wir überall drinne, ja. Hatten wir hier links noch irgendwelche Räume? Warte mal. Ich kiek noch mal kurz. Nö. Okay. Dann One-Way-Schlüssel-Time. Aber oh, wir sind so krass ausgerüstet, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich hoffe, wir bekommen noch das stärkere Schild. Das wäre jetzt so noch das, was mir fehlt. Ansonsten bin ich halt super zufrieden mit allem. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Weiter geht's. Zack. Easy. Hallo? Hallo? Ah. So. Bam. Okay, das müssten alle gewesen sein. Theoretisch. Ja. Okay. Na 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 na. Und das waren auch alle. Jawohl. Oh ja. Party! Also, die rockt wirklich sehr, Stardust. Die Musik haut rein. Nice. Sehr, sehr nice. Okay, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Wir haben auch nur einen Raum, das heißt, es muss ja irgendwie hier weitergehen. So, Mana, Mana. Schlüssel, der liegt hier einfach rum. Hä? Wie denn das? Hatten wir das schon mal, dass der Schlüssel einfach rumliegt? Das ist ja unnormal. Merkwürdig. Oh. Ein Toter! Ein toter Onkel! Aua. So. Mana. Da geht's auch weiter, okay. Onkel.
einfach nichts gefunden. Wie traurig. So, wir müssen ja irgendwo einen Schlüssel finden, ne? Ah, okay. Bisschen Mana. Danke dafür. Ah, viel zu viel Mana. Viel zu viel Mana. Geister. Geil, Leute. Wir sind completed. Alles Level 8 und wir könnten uns jetzt hier sogar noch ein Pendant kaufen, also ein Amulett. Das ist von Revival, gell? Genau. Wenn wir sterben sollten, wird man wiederbelebt. Ja. Was lege ich denn dafür ab? Ich glaube, ich werde den Umhang nicht benutzen, deswegen ich tu den mal weg, ja? Wäre halt geil, wenn man verkaufen könnte. Würde ich feiern. Da könnte man ein bisschen besser damit umgehen. Wie man seine Items und so benutzt. Aber geht leider nicht. Schade. So, Alter, wir haben die maximale Kraft erreicht. Und das auf Ebene 11. Ich glaube, das hat man noch nie geschafft vorher. Und wir haben richtig viele Amulette. Hammermäßig geil. Ich muss mich halt jetzt eigentlich fast gar nicht mehr konzentrieren. Zumindest nicht auf dieser Ebene, denke ich. Nur nochmal gegen den Boss ein bisschen. Der Boss ist ein bisschen, ja, ein bisschen härter. Beziehungsweise, da kann man nochmal schnell sterben, weil man kriegt ja immer denselben Fallschaden. Immer ein Herz. Unabhängig davon, welche Rüstung man anhat. Deswegen, das ist eigentlich so mit der gefährlichste Boss, glaube ich. Mit Agane. Mittlerweile finde ich den, glaube ich, sogar schlimmer als Agane. So. Bam, 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 bam. Wir haben keinen Schlüssel. Das ist schlecht, ne? Heißt, hier muss irgendwo noch eine... Ja, hier geht's noch weiter. Und hier gibt's sogar ein Secret Room. Muss ja theoretisch rechts sein. Jupp. Oh. Ah, gut. Mann, ich habe halt keinen Platz mehr. Theoretisch ist das ein geiler Stab. Aber nee, brauche ich nicht. Sorry. Sorry. I don't need it. Wir sind leider viel zu stark. Ah, mehr. Okay, da ist der Schlüssel. Und jetzt kommen wir hier nach links raus. Tür geht zu und links können wir durch die Tür gehen, ne? Ja, saugeil. Ah. Vermutlich der beste Run, den wir je hatten. Ich denke ja. Okay, ja. Brauche ich auch nicht mehr. Ich brauche das ganze Zeug nicht mehr, Leute. Ich brauche es nicht mehr. Ich bin overpowered. Ich bin einfach nur overpowered, ganz ehrlich. So. Einfach hammermäßig nice. Scheiße. Ja, Bogen könnte ich mir noch kaufen. Ich nehme ein paar Bomben mit. Ich habe eh viel zu viel Geld. Aktuell. Das ist nochmal was Feines. Aber kann ich damit was anstellen? Ja, 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 ja. Damit könnte ich mir auf jeden Fall... ich glaube, ich leg... Warte mal, was macht der Smaragd? Ja, ich leg die Smaragde mal ab. Damit könnte ich nämlich noch was machen. Könnte. Wenn ich wollte, da könnte ich mir noch ein schönes Amulett holen, falls wir noch so ein Ding finden. Aber ja, ist eigentlich nur noch Feintuning, nicht nötig unbedingt. Weil wir sind wirklich viel zu stark.
Ist halt einfach so. Oh, hä? Hier ist schon Boss? Das ging ja schnell. Nee, den Ring wollte ich eigentlich. So, zack. Dann let's go. Ja, so krass waren wir noch nie beim Boss. Theoretisch sollte der jetzt unangenehm schnell funktionieren. Geil. Geil, so gut war ich noch nie gegen den. Das war ja sowas von gut. Nice. Und ein Herzcontainer. Und Fanfare. Huhu. Und Kaffee. Ah, lecker. So, weiter geht's. Leute, es geht in die letzte Etage. Und auch hier haben wir neue Musik. Die gefällt mir, glaube ich, auch besser. Sorry. Mal gucken. Also ich guck mal, ob sie mir besser gefällt. Wir sind so overpowered, ey. Ja, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich brauche das alles nicht mehr. Ich bin inventarmäßig zu sehr belastet aktuell. Alter, 30 Pfeile. Ja. Das ist, was ich brauche. Du. Kein Problem hier alles. Ja, das hat sich doch gelohnt. Nice. Ja, auch ein One-Hit, ey, ist das schön. Ich fetz hier einfach nur noch durch. Hammermäßig geil. Kommt her, Leute. Ihr habt eh keine Chance. Wahnsinn. Leute, ich war noch nie... Das ist der beste Run, den wir bis jetzt hatten. Wirklich. Das ist der beste Run. Wir sind jetzt Final Cloud, wollte ich nur sagen. Wir sind einfach Final Cloud. So, eigentlich muss es halt hier sein, die versteckte Wand. Hä? Hä? Ah, okay. I see. Ja, neuer Herzcontainer. Geil. Ist so das Einzige, was ich auch brauche. Sehr, sehr schön. Guter Secret Room. I like it. So. Ja, hier waren wir noch nicht. So, das drehe ich mal um. Blaues Amulett nehmen wir noch mit. Also Kingstone. So, da geht der Remix wieder neu los. Alles klar. Ja, aber der passt ganz gut, finde ich. Aber die Original-Fanfare hat natürlich auch was. Ich habe allerdings immer ein bisschen Urheberrechtsprobleme mit der Fanfare hier bei Arcanums Schloss. Dementsprechend mal gucken, wie das jetzt hier ist. Bin gespannt. So, warte mal. Ja, ich würde sagen, unser Ziel haben wir erreicht. Wir haben auf jeden Fall den Enterhaken mal ausprobiert, ne? Dann können wir jetzt hier eigentlich nochmal gegen die stärkeren Gegner ausprobieren. Mal gucken, was der so bringt. Ich gehe halt aus davon. Genau, gegen den bringt er wieder nichts. Gegen die gepanzerten Gegner ist er halt useless. Aber das ist halt nicht. Das ist halt nicht viel, ne? Eigentlich kein Problem. So, gegen den... Okay, den kann ich stunnen. Obwohl der eigentlich auch gepanzert ist. Ah!
Und den kann ich auch nicht stunnen. Okay, gut. Haben wir das auch nochmal rausgefunden? Hier brauche ich einen Schlüssel. Ach du Scheiße. Was ein ekelhafter Raum. So, zack. Tschüssikowski, mein Freund. Ha, so. Okay. Danke für die Info. Scheiße. Oh no. So, jawohl. Und jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder hier. Wir haben jetzt diesen Schalter umgedreht gehabt, ne? Ich glaube, das war das Einzige, was wir gemacht haben. Okay, hier waren wir noch nicht. So, zack. Komm mal her, mein Freund. Okay, gibt auf jeden Fall keinen Rückweg. Yes, Mana. Ja, Mana is gone. Zack, zack, zack. Ah, Kacke. Ich mach mal den hier. Zack. Haben wir hier irgendwelche, die ein bisschen anders pixelig sind? Einfach nur für mich zum Lernen. Aber ich glaube, hier ist nichts anders. Okay, es geht nur nach rechts weiter. Let's go. Ah, okay. Hier hätte ich auch nur gucken können. Das heißt, kein Problem. Schlüssel habe ich erhalten. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay, heißt... Warte mal, der Schlüsselraum war jetzt irgendwo... Boah, wo war denn der? Der war irgendwo hier auf der Seite, oder? Richtig. Bin mir gerade nicht sicher, ja. Okay, cool. Und hier ist das Ding, okay. Und da kommen wir dann zum Teleporter, glaube ich. Ich komme gleich wieder. Ah, guck mal. Hier haben wir jetzt da nochmal die Möglichkeit. Da tue ich jetzt den hier reinschmeißen. Und... den gelben. So, da bin ich nämlich auch gegen Flüche unbesiegbar. Und dann haben wir... Alle bis auf einen. Alle bis auf einen Amuletthammer. Schade. Ich hätte gern alle gehabt. Dann wären wir ultra ausgerüstet, Junge. Zack. Na? Ah. Okay, warte, warte, warte. Zack. Zack. Okay, nice. So, kurze Unterbrechung. Da bin ich wieder. Es geht weiter. Nach unten, genau. Zack. Und hier ist der Teleporter. Beziehungsweise... Ich hau die Typen hier auch nochmal kurz weg. Auch wenn es uns eigentlich nicht jucken sollte, aber... Die sollten ja keinen Schlüssel fallen lassen, glaube ich. Ich glaube, so fliegende Gegner, die sich irgendwo festbacken können, die lassen, glaube ich, keine Schlüssel fallen. Oh, Kacke. So, damit halt der Schlüssel nicht irgendwie außerhalb landen kann, ne? Denke ich zumindest, dass das so sein sollte. Okay, hier kaufen wir nochmal einen Mana-Trank, okay. Zack. Katze im Sack halt, ne? Oh,
Statue habe ich gar nicht gesehen. Tür ist offen, okay. Aber wir haben hier oben auch eine. Hehehe. Ja, das ist schon ein geiles Amulett, ne? Dass du nicht verflucht werden kannst. Das ist schon nicht schlecht. Okay, hier müssen wir also einmal eine Sperre finden. Oder entsperren, besser gesagt. So. Okay. Hi, Leute. Menü, komm her. So. Ja, wir haben damit auch alle Items jetzt erstmal getestet. Ne? Wir wissen jetzt, was es für Items gibt. Was die können. Und ob die nützlich sind oder nicht. Also ich finde halt, für den Preis, den man für diese Items bezahlen muss, heißt Bumerang, diese Perle, den Generalschlüssel, ist es für mich eher unnütz, muss man ehrlich sagen. Weil ich komme auch mit dem Schwert alleine sehr, sehr gut klar. Und denke, da braucht man jetzt nicht nochmal irgendwie 200-300 Rubine für ein extra Item ausgeben, was dich teilweise später auch behindert oder dir nichts mehr nützt, weil die Rüstung des Gegners zu stark sind. Bei dem Generalschlüssel beziehungsweise Scheiße. Bei der Mondperle ist es ja so, dass das oft für Speedrunner verwendet wird. Da würde ich jetzt immer drüber hinwegsehen. Aber sonst die ganzen Items, naja. Nice to have, aber brauchen tut man es nicht wirklich, ehrlich gesagt. Naja. So, weiter geht's. Hier ist ein Secret Room. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Oh, da ist auch so ein goldenes Ding. Na krass. Brauche ich zwar gar nicht mehr eigentlich, aber hey, wir nehmen es doch mal mit. Und hier ist ein Secret Room. Oder muss ich gleich mal gucken. Schlüssel haben wir noch nicht. Der kann ja eigentlich nur hier sein. So laut Karte. Nö. Achso, warte, der kann ja auch so. Aha. 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 Dein Fluch! Und abgewehrt. So lustig. So, geil. Weiter geht's. Nervig. Nervig, diese Gegner. So. Und tschüss. Der Bogen. Wunderschön. Brauche ich nicht. Aber ich könnte es mir leisten. Ich könnte es mir leisten. Oh, der kann auch Flüche haben. Ach, das wusste ich gar nicht. Krass, das hatte ich ja noch nie. Der kann auch einen Fluch haben. Oh, das ist gut zu wissen. Und gut, dass ich jetzt, gerade die Rüstung, das Amulett habe, dass das blockt. Geil. Gut, dass wir das jetzt rausgefunden haben. Das ist ja mal super interessant. Oh, das Powerstern. Machen wir mal Party! Ja, Mann! Das ist geil. Okay, hier ist gar nichts. Aha. Hä? Okay, hier ist wirklich gar nichts. Strange. So. Ich weiß. Aber, nö, okay. Sieht halt da drüben so komisch aus, dass das so Lücken sind, ne? Aber gut, vielleicht kommen wir da noch hin. So, wir haben einen Schlüssel gefunden. Wo muss der denn eingesetzt werden? Hä? Warte mal. Hab ich was verpasst?
Oder hätte ich hier? Warte mal, ist hier? Nee, hier ist keine Schlüsseltür. Hä? Ich bin verwirrt. Wo kommt der Schlüssel rein? Ah. Ja, den Secret Room habe ich schon entdeckt, genau. Ah, okay, okay. Alles klar, wir kommen hier weiter. Eine Bombe, die nehmen wir noch gerne mit. Ah, jetzt müssen wir hier was runterklappen. Zack, Schalter aktiviert. Wo war das denn? Boah, ich habe keine Ahnung mehr, ne? Okay, muss hier gewesen sein. Ja, 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 okay, verstehe. Alles klar. Welch wunderschöner Raum. Ja, Leute, wir sind gleich da. Au. Ah. So, gleich geht's rein in den Bosskampf. Ich würde sagen, wir hauen uns hier nochmal einen schönen Saft rein. Und dann wird Arcanum weggeklatscht. Auch nochmal neue Musik. So, ich freue mich. Das war ein wirklich ausgezeichneter Run. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das neue, also den Enterhaken getestet. Wir sind hier mit voller Ausrüstung reingeballert. Mega. Uns hat nur noch ein Amulett gefehlt. Schaut euch unser Item oder Inventar an. Das ist der Wahnsinn. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. So, die Musik bleibt gleich. Meine Tasche! Tot. Tju. Tju. Oh. Ja, das war kein Treffer. Tragisch. Du. Zack. Ach nö. Jetzt habe ich die Bombe erwischt. Oh Gott, was mache ich denn? Okay, Konzentration. Konzentration, Junge. Das war ja gerade absolut scheiße, was ich gemacht habe. So. Tüdelü. Das war absolut scheiße. Okay, Concentration, Leute. So schwer ist der doch nicht. So, einmal noch, glaube ich, ne? Ja, jetzt klappt's auf einmal, ne? Der war gemein. So, und tschüss. Nice. Oh. Ja, Leute, wir haben das Game mal wieder gemeistert. Ich bin begeistert. Haha, was ein Reim. Okay, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll, welchen Run ihr euch wünscht, was ich ausprobieren soll. Sollen wir mal einen Swordless Run machen? Sollen wir mal die nächste Challenge wieder annehmen mit dem ohne Shop-Items? Oder sollen wir einfach nur mal durchballern? Schreibt mal in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaut habt, so zahlreich. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Part zu Dungeon of Infinity. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten. Tschüssi, das war's von mir, euer Zelda-Junge.